Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legion of Chaos 2 Time Quest. Ich bin DSD Steve und. Oh, Let's Play Retro. Wir sind hier in so einem richtig geilen Turm. Ah, ich dachte, das wäre irgend so ein Dungeon, wo wir so ein Teil finden können. Nein. Sieht für mich irgendwie alles gleich aus. Wobei halt in diesem Turm steht wesentlich weniger Kisten und Fässer rum als in den Dungeons. Richtig. Hier sind keine Fackeln. Ich weiß nicht, ob es bisher in jedem Dungeon Fackeln gab. Ich glaube ja. Was auch Fackeln von Fackelmann gibt? Was? Fackeln von Fackelmann. Dann haben wir erst. Wer ist das? Kennst Fackelmann nicht? Ist die Axel Schulz ein Begriff? Ja, der ist ziemlich scheiße. Siehst du eigentlich immer mit so einer Fackelmann-Mütze? Okay. Ja, der wurde halt von denen gekauft, ist doch logisch. Aber klar, wenn die den Müllwagen voller Geld vor die Haustür stellen, dann sagst du auch nicht nein, ne? Ist es richtig, für Müllwagen. Die verkaufen halt so Grillbedarf und so ein Quatsch, ne? Und irgendwie so Zeug, dass du dir in die Küche stellen kannst. Okay. Obstbehälter und Grillzeug und so ein Quatsch von Fackelmann. Also Leute, ich bin absolut bestechlich gegen einen Müllwagen voll Geld. Machen wir auch jegliches Spiel dumm. Ja. Manchmal auch für weniger. Also wir können doch erstmal mit einem Ford K anfangen, ja? Voller Geld. Sollten dann aber schon 200er Scheine sein. Das Problem ist halt, Müllwagen dürfen wir wahrscheinlich nicht einfach so fahren, ne? Ja, das ist. Das Auto muss ja auch mit noch mit dazu. Wunderschön gemappt, wunderschön. Wie diese beiden Truhen da drin stehen. Ja. Guck mal, gefüllt mit sinnlosen Inhalten. Ne, große Bahn brauchen wir tatsächlich. Brauchen wir noch große Bahn? Ja, brauchen wir noch. Ne, den blauen Trank brauchen wir auch noch, aber trotzdem. Ne, also. Die Meldung da unten müsste eigentlich ein bisschen größer erscheinen, dass nein. Das geht. Ich würde das so witzig finden. Nein. Leute, da ist keine Meldung. Du weißt, wenn das eine war, als du bei deinem Vampire Stone dieses Video gemacht hast, dass du keine Videos mehr machen kannst und dann kam diese Meldung, dann musstest du erstmal was rauscutten. Das ist absolut korrekt. Wir sind übrigens gerade wieder herrlich unprofessionell, wenn wir gerade über was reden, was die Zuschauer nicht sehen können. Aber das macht's doch witziger. Mann, nein. Ja, schon, aber das macht's nicht weniger unprofessionell. Es tut mir leid. Ich wusste gar nicht, dass es bei sowas wie Let's Play Professionalität gibt. Klar, Mann, wir machen hier Serious Business. Ach so. Schon vergessen? Ich dachte, wir spielen irgendwelche komischen Spiele und versuchen dabei einfach nur die Leute zu unterhalten, die sich diesen ganzen Quatsch hier angucken. Und ich meine, die sind auf jeden Fall ziemlich gestresst, weil die wollen jetzt auch wissen, was sich da unten abspielt. Ja, genau. Das werden sie aber nicht erfahren. Dein kleines Desktop-Girl. Oh Mann, das erinnert mich so an so 2004, 2005. Ich weiß nicht, kennst du die Zeit, wo es mal so einen Hype um solche Mini-Programme gab, die auf deinen Desktop rumlaufen, ja, ja. Durch dieses Schaf, was dann so deinen kompletten Bildschirm rumgelaufen ist. Wie gesagt, ich kenne das tatsächlich von irgendwelchen Prawn-Seiten, ne, dass du dann halt irgendwie so eine Tussi hast, wenn du deinen Rechner hochfährst, dann poppt da erstmal so eine Tussi auf. Ah, hallo. Du machst mich ganz geil! Oh Mann, ey. Oh, ich glaube, das war natürlich mal mitgeliefert mit haufenweise Viren, aber. Ey, ich würde gerade sagen, oh Mann. Also, Leute, ladet euch sowas auf jeden Fall nicht runter, falls es sowas heutzutage noch gibt. Das war damals auf jeden Fall ganz witzig. Es ist gerade auf jeden Fall mal ein Hype um den ganzen Kram rum. Ich denke mal, das war so um 2004, 2005, oder? Ja, genau, das war so zu der Zeit. 2005, 2006 habe ich zwar eher in Erinnerung, aber. Ja, genau. Abgesehen davon bin ich ja sowieso ein Spätzünder, ne? Also. Ich meine, das ist schon ein erstes Highspeed-Internet, da hatte ich gerade mal einen 56K-Modus. Das ist korrekt. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo das damals kam. Da hast du so eine. Habe ich hier so eine 6000er-Leitung bekommen oder so? Und dann musstest du. Also es war eine 1000er-Leitung. Und dann musstest du aussuchen. Ja, also entweder 60 Stunden. Oder 60 Gigabyte. Oh Mann, ey. 60 Gigabyte, das hast du doch damals nicht voll bekommen. So. Und dann hast du natürlich als Zocker die 60 Gigabyte genommen. Ja. Und wenn du die ganze Zeit illegal runterladen wolltest, dann hast du natürlich den Zeittarif genommen. Oh Mann, ey. Und das war damals so beliebt bis zu den 6K-Leitungen. Also so noch so zu den ADSL-Zeiten, ne? Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich nur daran, dass ich damals Mondschein runterladen wollte und bin ich mit meinen Eltern spazieren gegangen, bin ich wiedergekommen und habe gemerkt, dass der scheiß Computer abgeschissen ist.
Glaubst du, so wie angepisst ich da war? Musstest du 3 Stunden darauf warten, bis Mondschein runtergeladen war oder 4, ja? Das ist krass. Okay, ja gut, Mondschein war, ist ja 4, 5 Megabyte groß. Das ist Nee, schon... Mondschein waren sogar 15 oder 20. Stimmt, das ist recht groß gewesen, ja. Mondschein war recht groß, weil er hatte auch ein eigenes Kampfsystem und so. Ja. Deswegen, das war eben das Problem. Die anderen Spiele, die so 4, 5 Megabyte waren, die hast du halt in einer Stunde runtergeladen. Ja, genau. Man hat Was auch schon gesagt, ziemlich krass war. eine Stunde, hat man damals gesagt, 4 Megabyte in eine Stunde ungefähr, hat man mal gesagt. Das ist so wie Menschen laufen 4 Kilometer pro Stunde. Ja, ich, das war bei den, ich persönlich kenne das nicht, weil ich hatte tatsächlich immer schnelles Internet gehabt, aber bei meinen Freunden war das zumindest so gewesen. Bei deinen Freunden, den Versagern. Ohne schnelles Internet. Ja. Wieso gehst du da hoch? Du hast ja die Festplatte noch gar nicht. Doch. Wir Sicher? waren ja schon mal gewesen. Ich bin nur. Ich hatte dann noch nicht alles auf der Ebene abgesucht gehabt, Oh also bin ich Gott, noch ich mal vertraue zurückgegangen. dir einfach mal, aber wehe, du hast irgendetwas übersehen. Ja, dann kann man ein Geheimnis übersehen haben. Oh mein Gott. Das war's. Ja, dann hast du das Spiel nicht zu Ja. 100% durchgespielt. Wir können ja. Ja, ja wiederholen wir diese Debatte unbedingt. Ich sag's, ich drück mich da doch mal so aus. Pokémon ist erst dann zu 100% durchgespielt, wenn du jedes Pokémon auf Level 100 hast und Oh mit allen Mann. Fähigkeiten geblieben und mit allen Max. Oh mein Erst Gott. dann ist es 100%. Wer die Urdiskussion sehen will, Vampire Swan 2, keine Ahnung, ich glaube irgendwas um die 40. Schaut Vampire Stone 2, Let's Play. Macht's nicht, da bin ich in einigen Parts nicht mit dabei, da führt's tiefe Selbstgespräch. Das ist korrekt, ja. Schaut euch lieber Alte Macht an, da bin ich durchgehend dabei, da gibt's keine Fehler. Aus irgendeinem Grund gibt's bei Alte Macht keine Fehler. Okay, gut, bis auf Richtig. die einen Schneeparts, aber. Ja, total random, wo wir im Schneesturm waren beim Aufnehmen, ne? Ich hoffe einfach mal, dass es die letzten sind, weil zum Zeitpunkt, wo wir das ja gerade aufnehmen, hast du das ja noch nicht komplett ausgestrahlt. Also, Das ist wer korrekt. weiß, was da noch für Überraschungen auf dich warten. Ja. Also ich bin kurz vorm besten Teil. Dem 8. Ja. Ist auch schon der vorletzte, ist eigentlich schade. Ja. Ich bin King. Aber ich sehe es positiv, wenn Alte Macht nur noch ein paar Wochen läuft, dann kann bei die letzte Schlacht der Elfen anfallen. Das heißt also, wenn dieses Video hier läuft, dann ist die letzte Schlacht der Elfen wahrscheinlich schon abgelaufen. Wer weiß. Oh, nein, bitte nicht. Na, du bist gerade maximal im Arsch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Den Gegner töten? Ist der dagegen immun? Ja. Habt ihr da noch nicht so drauf geachtet? Der ist gegen alle Magie immun oder was, Ich oder? weiß es nicht. Todesstrudel, das klingt fies. Hast du in den letzten 8 Minuten gespeichert? Nein, habe ich nicht. Ja. Doch, hast du zum Glück. Oh Mann. Ja, passiert. Ich meine, Was denn gerade? wir spielen es ja auf dem Vampire Stone Schwierigkeitsgrad. Ja. Also von daher. Ja, okay, Gegner. Du mich auch. Ich kann nicht wissen, wie einfach das Spiel vielleicht gewesen wäre, wären wir schon längst in Level 100. Wir werden auf jeden Fall jetzt auch was in die 60, denke ich mal. Also zwei Kämpfe hier Level up. Alle zwei Kämpfe ungefähr. Ja, gut, das ist für uns gerade ein bisschen härter. So. Die Ebene hat uns noch nicht geschafft gehabt, oder? Nee, ich denke Nee. nicht. Scherzkeks, ey, wir sind gerade erst auf diese Ebene gekommen. Na, alles super. Wir waren noch im letzten Part im Erdgeschoss und im Keller. Und dann sind wir hoch in die erste Etage gegangen. Und die haben wir jetzt gerade beendet, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was wir alles in dem Part gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir uns über Wäre auf Geheimnisse jeden Fall ziemlich unterhalten. dämlich, wenn wir jetzt auf dem Erdgeschoss wären und jetzt gerade hier nochmal durch. Ich meine, du wirst es Nein, ja nein, merken. nein. Wir sind schon nach oben gegangen, ja. Ist schon klar. Ich weiß noch nicht, ob wir schon zwei Ebenen gemacht haben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich Ja, achte da. nicht so groß auf, was wir hier Ja, tun. gut, da zähle ich jetzt natürlich auch nicht so wirklich mit, auch wenn ich mir recht sicher bin, dass das jetzt gerade die zweite Etage sein müsste. Ich meine, es hätten die Etagen irgendwas Besonderes oder so. Wir sehen dann einfach alle gleich aus, aber. Ja. Dazu muss ich natürlich sagen, dass das in vielen Super Nintendo-Spielen auch nicht anders ist. Das ist korrekt. Deswegen hat sich aber gerne sein ja weiterentwickelt. Was für ein Zeug? Es gibt zum Beispiel jetzt eine übel, also oh, wieder Witcher 3 hat wieder so eine richtig geilen Clou gebracht wieder, wo ich denke Witcher einfach 3 ist nur, aber kein 2D-Spiel. wo ich mir einfach denke, so top, genau so sieht gutes Game Design aus, ja. Also das ist sarkastisch.
Nein, das ist, meine ich ernst. Das ist, so sieht gutes Game Design aus. Pass auf, es gibt so eine, so einen Penner, ja, der auf dich zukommt und meint, jo, ich brauche mal Geld. Ich zahle dir das auch zurück. Den gibt's im Originalspiel, ne? Ja, dann kannst du den halt Geld geben, so ungefähr, oder es halt sein lassen. Ja? Ja. So. Oh. So die Der Scheiße! Dude ist halt super mächtig. So. Und dann gab es ein DLC. Da ist der Typ wieder aufgetaucht. Einfach mal so ein random NPC. Ja, hey, ja. Ich habe gerade mal wieder finanzielle Probleme. Ich habe gerade mein Geld halt nicht da. Cool. Sieht's aus, kannst du mir mal Geld leihen? Ne? So, dann hast du es gemacht. Und jetzt kam wieder ein neues DLC. Und da trifft man den Typen an, sieht auf einmal übelst reich aus. Hey, yo, hast mir schon ein paar Mal aus der Patsche geholfen. Yo, ich hatte das Geld zwar nicht da, aber ich habe für dich ein Konto eingelegt, da kannst du das Geld abholen. Ja, und dann gibt es darum eine Quest. Ja, total cool, weil da gehst du zu der Bank und die Bank sagt, du bist tot. Und dann musst du zu einem Verwaltungsgebäude gehen und dort dann dir mehrere Passierscheine und so holen. Also dein Geld bekommst. Ja, Ja. das finde ich schon ziemlich cool. Ich meine, da hast du einfach so einen random NPC, der dann halt so sich so ein bisschen durchgezogen hat und wo du siehst, ja, okay, der hat halt so, ja, auch nur ein normales Leben, ne? Ja, das ist halt ein random NPC, der immer wiederkommt. Ja, also, Dann ist er nicht mehr random. richtig. Aber, ja, gut, wir hatten. Dafür müssen wir ja erstmal eine Spielerei machen und ich meine, wahrscheinlich tauchen auch in dieser Spielerei einige NPCs auf, wie zum Beispiel Königin Layla. Die ja mittlerweile schon lange tot ist. Ja. Seit gut 100 Jahren. Genauso wie alle anderen. Gut, aber das. Ich meine, das ist natürlich klar, dass natürlich jetzt hier jemand, der ein Maker-Spiel erstellt, jetzt nicht ein neues Witcher erstellt oder so. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, verlangt ja auch niemand. Diese Idee mit dem NPC ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Ihr richtig. Ja. Aber ich meine, das Problem ist halt immer, dass in den meisten Spielen NPCs halt nur da sind und irgendwie einfach nur. Im Arrow sagen, so wie in diesem Spiel hier? Ja. Und das ist in so vielen Spielen so. Ich behaupte mal, dass 95% aller Videospiel-NPCs I am Error sagen könnten. Nicht in den Spielen, die ich gespielt habe. Ja, außer vielleicht ein paar Super Nintendo-Spielen. Außer in Lufia. Da sagen einem die Leute immer, was in der nächsten Stadt ist. Ja. Das ist äußerst hilfreich. Ja. Das ist der Lufia-Style, das ist korrekt. Ich glaube, so extra hat das auch nur Lufia gemacht, oder? Ja, so das nur Lufia gemacht. Also. Wenn ich mich recht erinnere, hatten die NPCs in Terranigma noch ganz sinnvolle Dialoge, beziehungsweise konntest du dann natürlich auch mit den NPCs interagieren und so, ne? Was, davon muss der Zauber? Nein. Ja, dort vorne muss der Zauberer sein. Los, Steve. Wir haben den Turm noch nicht erkundet. So, ich will das hier noch. Looten. Genau. Nicht, dass wir danach nicht mehr hier zurückkommen. Nicht, dass wir irgendwie gleich raus teleportiert werden, oder was weiß ich, ja, deswegen. Ja, alles durchaus möglich, weil der Turm hat ja nur 3 Etagen. Das geht ja noch. Ach ja, So. Giftring. Ich weiß noch, hast du gemeint, dass wir den unbedingt brauchen. Das war wahrscheinlich nur auf dem leichten Schwierigkeitsgrad so. So, wunderschön. Dann lass uns mal diesen Bösewicht hier besiegen. Und wir sind ja reine Seelen, Geht doch da rein! das reine Gute. Dort vorne muss der Zauberer sein! Los, vernichten wir ihn! Oh, was habt ihr in meinem Turm zu suchen, ihr diebischen Ja, Elster? was wohl, wir looten ihn! Diebisch? Aber natürlich, wer hat euch gestattet, meine Truhen Aber genau auszuräumen? das ist ja das Interessante, ja? Die ganzen NPCs sind sich ja bewusst darüber, dass unsere drei Protagonisten die ganze Zeit Zeug stehlen. Ja. Deswegen meine ich ja, das Spiel ist halt ein Fun-Game. Ja? Das kann einfach alles nicht ernst gemeint sein. Ihr solltet euch wirklich schämen. Wir sollen uns schämen? Und was ist mit dir? Wer von uns erpresst Liorik, hä? Wir haben jetzt das Zeug von den Leuten. Das ist ja das Krasse eigentlich in der Sache, Wir ne? haben eigentlich das Zeug von den Leuten geklaut, klar, Ja. okay. So kann man das auch sehen, ne? Ich sehe das weniger als Erpressung, sondern mehr als Altersvorsorge. So wirst du sicher nicht sehr alt. Ja, immer noch besser als Riester-Rente. Ihr werdet daran nichts ändern. Stattdessen werde ich mir erst einmal mein Eigentum zurückholen. Oh man, dann muss es wieder die harte Tour sein, ey.
So, mal Bosskampfmusik. Das erste Mal, dass das andere Musik läuft als Standardkampfbossmusik. Nee, ich höre das leider nicht. So. Licht macht schon mal keinen Schaden. Das ist ja logisch, denn er ist ein Schwarzmagier. Moment. Und Schwarzmagier heilt ihn schon mal. Das ist ja logisch, er ist ein Schwarzmagier. Ja. Okay, Ellen soll erstmal seine Angriffsstärke erhöhen. Und Alex soll erstmal ein bisschen einstecken. Also der Einzige, der ihm jetzt Schaden macht, ist Helen mit dem Eispfeil, ne? Ja, nein, ja, aber die ist verwirrt. Schlecht. Das ist natürlich nicht, um Verwirrung zu heilen, ne? Nein. Ich wüsste nicht, wie zumindest. Gibt's keine Gegenstände, die das machen? Warte mal, vielleicht das Allheilmittel. Dann haben wir, glaube ich, eins oder so. Ganz unten? Bist du dir sicher, dass es ganz unten ist? Ja, das war richtig dumm. Na, du hast recht. Da habe ich mich damals schon drüber aufgeregt, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Und er verwirrt uns sofort Und wieder. sie ist aber wieder verwirrt. Okay, sinnlos. Ich hasse es, wenn sowas in einem Spiel passiert, ja. Wenn du einen Trank gibst, danach ist der Charakter sofort wieder verwirrt. Oder tot. Das ist schlecht. Es könnte vielleicht so ein Gegner sein, wo wir uns mit vollen HP reinstellen müssen, ne? Ja, es ist durchaus möglich. Drück mal auf 12 und mach's nochmal. Ja. Das wird hier gerade nichts. Ja, na gut. Es tut mir leid, aber ab und zu müssen wir auch Naja. mal. Weißt du, es dauert doch gar nicht lang, bis wir wieder im Limited sind, oder? Ich finde, die 3000 Trefferpunkte, die wir haben, ist krass, wie schnell die Tränke immer weg sind. So. Okay. Oh. Oh no, Dark Magician! Huh. Steve würde sagen, der Franzosenmagier. Oh, ich mag weg. Oh. Genauso. So geil, wie der Kampf sofort beginnt. Ja, okay, er hat uns jetzt nicht verwirrt. So, N erhöht seine Stärke um 25. Ja. Ja. Was soll er mal machen? Entfernt Regina. Was? Entfernt Eins und Regina 1. Geist von einem Gegner. Klingt schlecht. Geist vom Gegner entfernt klingt ganz gut, weil damit machst du seine Magie schlechter, ne? Und du machst ihn anfälliger gegen Magie. Okay, dann machen wir das. Ging vorbei. Ja, okay, gut. Müssen wir gar nicht nochmal probieren. Der Bossgegner ist natürlich, denke ich, gut. Schattenwehr und Angriff um. Oh, das ist gut. Wow, das geht auf die ganze Gruppe. Ist tatsächlich ganz sinnvoll. So. Giftige Eisnebel. Wir sind natürlich sofort vergiftet. Ja. Gehen wir ja nicht anders. Okay, dann heilt sie sich mal mit einem Gegengift. Wie man erstmal diesen Gifttrank findet, ist auch geil. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt haben. Nein, doch. Eins. Eins. Yay! Wenn er ein Arschloch ist, macht er jetzt wieder Gift. Greif einfach nochmal an. Hat sich das. Warum sind diese Kampfgegenstände alle so scheiße? Weil die nicht getestet wurden. Die Kampfgegenstände sind halt nur deswegen im Spiel, um Geld zu verdienen. Und das hätte doch So. eigentlich klar sein müssen, oder? Magie. Mach einfach nochmal, genau. Okay. Oh, die können sich schon nicht mehr pushen. Reflektor. Naja, es scheint egal zu sein, denke ich. Ja, wir machen jetzt eh keine Magie drauf. Ja, wir machen so viel Schaden. Schön. Ja, Wunderbärchen, ne? Du weißt doch, wie das läuft. Wow. Das ist auf jeden Fall bisher der härteste Endgegner im Spiel. Hinten macht beim Gegner nie so viel Schaden, aber bei uns macht sie extrem viel Schaden. Klar. Macht einen neuen Reflektor. Erhöht damit seine physische Verteidigung. Wir sind ja nicht bei Pokémon zum Glück. Wow. Ja, wie halt, wie immer eben, ne? Sofort wieder vergiftet. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes: Magie. Und er erhöht kurzzeitig mal seine Bam. Seine Bam. Oh, er ist in Trance. So, und jetzt heilen wir ihn. Aber dann ist er nicht mehr in Trance. Ich wollte ja auch nur seine Angriffskraft um 70 erhöhen. Okay. Bam. Naja, jetzt macht er sogar schon sinnvoll Schaden. Denke mal, das ist ganz sinnvoll. Ja, Helen ist halt irgendwann tot. Ja, passiert. Bekommt sie eben keine Erfahrung, hat sie auch nicht verdient. Und ich werde sie halt wiederbeleben.
Jetzt ist sie raus. Jetzt sollte sie gleich tot sein. Ja. Und Alex ist auch nicht besonders gut bestellt. So, jetzt kann ich sie wiederbeleben. Sehr schön. Da ist Alex auch mal zu was nützlich. So, so muss es laufen. Simbertrank. Genau, sieht oben drüber, oben drüber, oben drüber. So. Alan muss angreifen, das ist nur wichtig. Dabei nicht treffen. Oh, und einen großen Trank da. Schluck den mal. Ich glaube, die Olle schluckt sowieso alles. Oder würde alles schlucken. Ja, also sie kriegt ja nichts. Genau, sie bekommt ja leider nichts. Ich würde mal richtig schön eine große Ladung Eiweiß schlucken wollen. Der Gegner kann auch mal eine Ladung Eiweiß schlucken, oder hat er scheinbar so mächtig ist. Keine Ahnung, vielleicht hat er 4.000-5.000 HP. Ah, er macht auf jeden Fall echt ganz schön viel Schaden mit seinem komischen Eisregen. Denk mal, wie schnell wir wieder alle in Trance sind. Stimmt, ich glaube jetzt... Oh Gott, wir sind... Oh Gott. Wir sind auch alle vergiftet. Wir haben hier dieses komische Staub des Lebens. Heil die Gruppe komplett. So. Das sah effektiver aus, als es ist. Ich denke mal, das war gerade mal ganz sinnvoll. Man soll jetzt hier nicht sterben. Ja, das wäre ansonsten wahrscheinlich ziemlich hart geworden. Krass, da ja so ein random Endgegner mal so extrem reinhaut, aber ey, naja, wir sind kurz davor. Ey, wir haben es geschafft. Ja. Wow, 6000 Erfahrung, das war ja gar nichts. Das kann doch nicht sein. Und nun werden wir zeigen, was für eine reine Seele wir haben. Lass die Show beginnen. Wie du merkst, kann es das sehr wohl. Lass mich gehen. Nein. Ich werde niemals wieder etwas Böses tun, versprochen. Da hast du recht. Du wirst nie wieder etwas Böses tun. Warum haben wir den jetzt geköpft? Weil das ziemlich cool ist. Immer auf die Birne, ey! Helen scheint wirklich gerne die Köpfe zu entfernen. Das ist so krass. Die ist das halt einfach alles völlig normal und die finden das ganz witzig, ne? Wie gesagt, dieses Spiel kann nicht ernst gemeint sein. Es ist nicht ernst gemeint. Das ist ein Fun-Game, okay? Mann, wir haben wirklich eine reine Seele, oder? Ja, rein böse. So geht es kurz und schmerzlos. Ich bin ja kein Unmensch. Nein, nein, du bist kein Unmensch, Alan. Du köpfst ja nur Leute, weil das ist auch überhaupt nicht unwürdig und so weiter, ja? Wow. Lass uns nach Leoric zurückkehren. Ja, Leute. Ich würde die Leute auch köpfen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, aber... Die Sache ist, ich habe das auch in so vielen Maker-Spielen gesehen... Da geht das gar nicht mehr anders. Du träumst nachts davon, ja. Aber ich würde sagen, das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich war euer DSD Steve und... Teleportiere dich hier lieber raus. Und Let's Play Retro. Möge die alte Macht mit euch sein. Tschö, tschö.